Hi und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Heute möchte ich mit dir ein Bett bauen. Ein Bett, was genau aus 12 Sperrholzteile besteht. Das Ganze steht schon hier im Hintergrund und das Ganze wird nur zusammengesteckt. Ein ganz, ganz einfaches Bett. Könnte ein Reisebett sein, könnte aber auch ein Designerbett sein. Denn es ist von der Bauart her sehr, sehr simpel und sieht sehr außergewöhnlich bzw. exklusiv aus. Und wie du dir so ein Bett bauen kannst, das zeige ich dir in diesem Video. Und da so ein Bettgestell ziemlich hart ist auf der Dauer, brauchen wir natürlich eine Matratze. Und ich habe mich da von Emma ausstatten lassen. Besser gesagt habe ich mir dieses Modell Emma 25 Hybrid ausgesucht. Und für euch ist auch was dabei. Es gibt einen Code, einen Rabattcode von 5%. Der nennt sich Mr. Handwerk, ganz, ganz einfach zu merken. Und dieser Code ist kombinierbar on top zusätzlich zu allen anderen Rabattaktionen auf der Webseite. Hier werden wir das Ganze umsetzen bzw. das Bettgestell bauen. Und ich habe mir dafür Sperrholz besorgt. Einmal 10 mm, 10 Teile, das sind quasi die Latten, wo die Matratze dann draufkommt. Und zwei größere Platten, die sind 18 mm stark, auch aus Sperrholz, haben eine Breite von 1250 und eine Höhe von 30 cm ungefähr oder 300 mm. Die Maße werde ich dir unten in der Videobeschreibung hinzufügen, sprich du kannst dir die Platten dann fertig bei Plattenzuschnitt 24 bestellen. Einen passenden Rabattcode findest du auch unten in der Videobeschreibung. Ich habe mir jetzt mal die 10 Streifen zusammengeklebt, denn wir müssen ja jetzt die Schlitze hinein sägen oder fräsen. Es gibt eigentlich insgesamt 1, 2, 3, 4 Möglichkeiten, wie du das Ganze machen kannst. Und zwar einmal mit der Kappumgärungssäge, einmal mit der Tischkreissäge, einmal mit der Oberfräse und einmal mit der Stichsäge. Ich werde jetzt versuchen, alles mit der Kappumgärungssäge zu machen. Ihr könnt natürlich für diejenigen, die es so viel Werkzeug und nicht zur Verfügung haben, ihr könnt eine ganz, ganz normale Stichsäge nehmen. Das geht auch. Dauert natürlich ein bisschen länger, aber das Ganze geht. Mit zusammengeklebt meine ich natürlich das Ganze einmal mit Isolierband zusammengewickelt. Wir müssen das Ganze jetzt bündig bringen. Das heißt, das sollte eine Flucht sein, die Höhe sollte eine Flucht sein. Und jetzt müssen wir hier einen Schlitz hineinfräsen, einmal unten, einmal oben, damit wir dann die Querteile hier nachher reinstecken können. Da haben wir jetzt ungefähr 10 cm angezeichnet plus 10 mm und das Ganze dann mit einem Anschlagwinkel mir einmal angezeichnet. So, damit ich weiß, okay, das muss ich nehmen. Und das Ganze müssen wir jetzt ausklinken. Das Gleiche gilt natürlich auch für die, ich sag jetzt mal, für das Fuß- und für das Kopfteil. Habe ich mir auch schon angezeichnet, die 10 mm immer jeweils, wo das Ganze dann reingesteckt wird. Das müssen wir dann auch ausarbeiten. Das geht wahrscheinlich doch nicht an der Kappumgärungssäge. Machen wir dann an der Tischkreissäge. Und diese Schlitze könnt ihr auch, wie gesagt, mit einer Oberfräse machen. Das heißt, ihr fräst hier eine Nut hinein oder ihr nehmt beispielsweise eine Stichsäge. Stichsäge ist natürlich nicht so perfekt, weil es ist ziemlich schwer, so exakte, gerade Schnitte zu machen, aber geht natürlich auch. Aber fangen wir zunächst erstmal mit meiner Kappumgärungssäge an. Das ist eine multifunktionale Kappumgärungsstation mit zwei Seitentischen, die ihr einklappen könnt. Ich habe eigentlich komplett alles selber gebaut. Die Anschläge habe ich komplett selber gebaut. Du hast unten eine integrierte Absauganlage. Das heißt, sobald du die Maschine anschmeißt, geht unten eine Absauganlage an. Das Video dazu werde ich dir auch mal hier oben im Eck verlinken. So, und wir wollen jetzt hier mit Schlitze sägen. Das heißt, habe ich schon unzählige Male gemacht. Man klemmt sich hier was hinter, damit ich halt die volle Tiefe ausnutzen kann. Übrigens hat das hier die Kappumgärungssäge hat hier eine Tiefe von 305 mm. Ist schon recht ordentlich für so eine Maschine. Und wir nehmen jetzt unseren Balken, kann man sagen. Den legen wir jetzt nämlich hier ab. Und mit diesem Balken schlitzen wir das quasi. Und ihr seht auch hier hinten im Hintergrund, alle meine Arbeitstische haben alle dieselbe Höhe. Und das kommt mir natürlich jetzt zum Vorteil oder beziehungsweise kann ich super ausnutzen. Denn damit das Ganze nicht so schief steht oder kippelt, stütze ich das Ganze auf meiner Kappumgärungssäge ab.
Ich meine natürlich auf meine multifunktionale Werkbank. Übrigens gibt es auch ein Video, wie ich aus Sperrholz 10 mm mir eine komplette Werkbank gebaut habe, ohne zu schrauben, ohne zu sägen. Du musst eigentlich nur das Lochraster oben bohren und das Ganze dann zusammenkleben. Das Video ist auch wirklich sehr, sehr interessant, genauso wie dieses super einfache Bett. Das werde ich hier unten in der Videobeschreibung mal verlinken. So, und mit dieser Kapp- und Gärungssäge kann man sich quasi hier die Tiefe einstellen. Das heißt, das Sägeblatt blockiert dann und sägt nicht tiefer. Die einzelnen Streifen haben eine Höhe von 100 mm. Ich habe jetzt auf 50 eingestellt und das Ganze schlitzen wir jetzt. Müssen natürlich auch gucken, anhand mit dem Laser, ob wir auch wirklich in der richtigen Tiefe sind. Und dann geht's los. Und jetzt kommt das Kopfteil und das Fußende zum Einsatz. Das ja, es ist leider, wie ihr merkt, zu hoch für die Kapp- und Gärungssäge. Deswegen mache ich das jetzt an meiner Tischkreissäge. Was müssen wir jetzt machen? Ganz einfach, wir haben jetzt 10 Streben quasi und wir teilen uns das Ganze. Es hat jetzt hier eine Breite, was habe ich da ausgewählt? 1250 und wir teilen das Ganze durch 11. Und haben dann hier quasi unsere, ja, hier kommen dann später unsere Streben rein. Und das Ganze habe ich mir dann mit einem Anschlagwinkel angezeichnet, damit ich halt weiß, okay, das musst du wegnehmen. Auch immer hilfreich kann ich jedem empfehlen, ein Kreuz zu machen für das Material, was du wegnehmen möchtest. Und jetzt legen wir uns das so zusammen und zur Hilfe spannen wir das Ganze mit einer Einhandzwinge fest, damit wir quasi den Arbeitsschritt nur einmal machen müssen. Und jetzt geht's los mit der Tischkreissäge. Dafür verwenden wir meinen Schiebeschlitten. So, das ist ein Schiebeschlitten, den habe ich jetzt schon einige Jahre im Einsatz. Und mit diesem Schlitten quasi kannst du 90 Grad Schnitte an der Tischkreissäge hier erzielen. Das Sägeblattkurbel will mal ganz hoch. Wir müssen nämlich jetzt eine Höhe von 50 mm Minimum erzielen. Eine ziemlich staubige Angelegenheit, muss ich sagen. Und es war natürlich ein bisschen unhandlich, das Ganze jetzt so über die Tischkreissäge zu ziehen. Aber es hat funktioniert. Das Ganze passt wirklich knirscheng. Für Anfänger könnte ich oder würde ich davon abraten, macht das Ganze dann vielleicht doch nochmal mit der Stichsäge. Ist um einiges ungefährlicher als jetzt mit dieser Methode, mit den Schiebeschlitten. Genau, zwingen ab. Und jetzt können wir quasi das ganze Bettgestell zusammenstecken. Man könnte auch sagen, es ist ein Bett, ein Reisebett. Denn ihr könnt das Ganze jetzt abbauen, zusammenstecken, aufstecken. Ganz, ganz simpel das Ganze. Ich kann dir nochmal empfehlen, alle Kanten zu brechen. Sprich, damit du dir keinen Splitter zufügst. Das Ganze nochmal zu schleifen und eventuell zu lasieren oder besser gesagt zu ölen. Denn so ist das Ganze nämlich nicht, die Oberfläche ist nicht behandelt, sprich, wenn da irgendwas gegenkommt, ich weiß es nicht was, die kippt mal irgendwas aus oder spritzt dagegen, dann kriegst du es natürlich nicht ab und es zieht ganz schnell ins Holz hinein. Ich kann dir empfehlen, ja, öl das Ganze, darüber gibt es auch ganz, ganz viele Videos, werde ich hier unten auch in der Videobeschreibung verlinken. Ich würde sagen, wir bauen das Ganze jetzt zusammen.
Das Bettgestell steht, insgesamt 12 Teile. Natürlich ist jede einzelne Strebe so ein bisschen wackelig, aber das ist ja bei so einem Lattenrost, bei so einem Bett auch. Wenn ich punktuell auf diese einzelne Strebe Druck ausübe, würde sie auch durchbrechen. Und das Gesamtpaket dann ergibt ein komplettes, sehr stabiles Bett. Und so schaut das Ganze dann aus. Ich habe gerade schon eine Liegeprobe gemacht. Es war sehr, sehr angenehm, auf der 25 cm dicken Schaummatratze inklusive Federkern zu liegen. Sehr, sehr angenehm das Ganze. Übrigens könnt ihr auch den Bezug hier mit einem Reißverschluss abnehmen und waschen, falls der Bedarf ist. Der Rabattcode hat ja eine Gültigkeit von 6 Monate. So ein bisschen nebenbei, kostenloser Versand und Abholung inklusive bis zu 100 Nächte Risiko Probeschlafen. 10 Jahre Garantie auf den Matratzenkern. Ja, ich bin ganz zufrieden mit dem Bett, also das Komplettpaket. Lässt sich ganz, ganz gut schlafen. Wir haben natürlich die Matratze vorweg getestet und haben nochmal ein Kopfkissen dazu, besser gesagt 2. Und die Decke ist auch bestellt, die kommt jetzt noch hinterher. Alle Materialien findest du auch unten in der Videobeschreibung verlinkt, sowie mein Werkzeug und alles, was du dazu benötigst. Ich hoffe, dir hat dieses Projekt gefallen und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, euer Mr. Handwerk. So, ich werde jetzt das Ganze beziehen und mich danach eine Runde schlafen legen.